Herzlich willkommen zu einem weiteren Silverback Tutorial. Der Zugriff auf E-Mails per ActiveSync ist sehr weit verbreitet. Auf diesem Endgerät ist, wie Sie sehen, noch keine Mail-Einstellung vorhanden. Wie alle anderen Konfigurationen geschieht die ActiveSync-Konfiguration auch über die Erstellung eines Tags für die entsprechenden Endgeräte. Nachdem Sie die grundlegende Definition gespeichert haben, aktivieren Sie die ActiveSync-Einstellung im Profil. In diesem Dialog nehmen Sie unter anderem Ihre Einstellungen für den Servernamen und den Aufbau des Anmeldenamens vor. Sobald die Konfiguration am Endgerät angekommen ist, können Sie auf Ihr Mail-Postfach zugreifen. Diese Liste zeigt Variablen, die Sie zur Konfiguration der ActiveSync-Definition nutzen können.